Hi Guys, Deka hier. So, das hier ist Part 3 für unseren Tal Rasha Explosive Blast Build. Und hier in diesem Part würde ich euch gerne ein Gameplay-Video zeigen, wie man mit diesem Build auch ein bisschen höhere Crater Rifts pushen kann. Und um Crater Rifts zu pushen, das heißt, man geht wirklich an eine Stufe, wo der Build nicht mehr so krassen Damage macht wie vorher in diesem Crater Rift 60. Und dazu sind ein paar kleine Anpassungen erforderlich. Zunächst einmal habe ich hier die Elemental Exposure Passiv gegen eine Sterbe-Passiv eingetauscht. Es kann passieren, dass Gegner uns viel Schaden machen, dass wir ab und zu mal sterben und das verhindert eben diese Passiv. So, und dann habe ich Diamond Skin eingetauscht gegen Magic Weapon Deflection. Dieser Skill und diese Rune gibt uns einen 10% Damage Boost und gibt uns pro Attacke, die wir machen, ein kleines Schild und erhöht damit unser Leben. So, ich bin übrigens abgewichen von der Rune Surge of Power. Wobei, nein, ich benutze die mal wieder. Die ist wahrscheinlich besser, damit man Akila Kyra es leichter aufrechterhalten kann. So, das habe ich an den Skills geändert. Und bei den Items habe ich eben hier die Ancient Patan Defenders genommen. Die bewirken, dass gestunte Gegner in Melee-Range deine Toughness erhöhen. Den Damage, den du erleidest, um 10% pro Gegner, der gestunt ist, in Melee-Range, 10% weniger Damage. So, und dann habe ich noch den Bane of the Powerful gegen den Bane of the Stricken getauscht. Das ist einfach, damit wir später auch den Boss legen können, weil der hat schon einiges an HP. Und was habe ich noch etwas geändert? Einmal schauen. Ja, ich habe noch den Ingeomer draus gemacht und habe stattdessen den Furnace genommen, um unseren Elite-Damage zu erhöhen. Weil wir gehen jetzt auf eine Stufe, da schaffen wir es nicht mehr, Elite am laufenden Band zu killen. Und wir müssen deswegen von Ingeomer weggehen. Und deswegen habe ich Furnace als Alternative genommen. So, und jetzt ist noch wichtig, man muss eben über die Synergie wissen zwischen Teleport Calamity. Weil das stunt ja auch die Gegner im Umkreis von einem. Also die Gegner, in die man so reinspringt, die werden dann in diesem Umkreis eine Sekunde gestunt. Und das ist natürlich in Symbiose quasi mit diesen Bracers. Und daher bekommen wir eben noch einen Toughness Boost. Der ist zwar nicht sichtbar hier in der Zahl, aber der ist vorhanden. So, das war eigentlich das Wesentliche. Und jetzt legen wir unsere Skills wieder auf Numlock, Chain Reaction, Frozen Mist. So, und man muss natürlich beachten, man kann auch immer hier diesen Convention of Elements im Blick haben. Nach Eis kommt Feuer und dann macht er nochmal extrem viel mehr Schaden. So, und ich will jetzt nicht ganz so hoch gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit diesem Bild auch GR80 pushen kann. Aber da kann ich jetzt nicht garantieren, dass ich live das Ganze schaffe. Deswegen gehen wir mal auf ein bisschen niedrigeren Level, sagen wir mal so GR72. Das sollte locker drin sein. So, jetzt hier das und das aktivieren und in das Rift reinspringen. Übrigens, eure Illusionist-Passiv sorgt dafür, dass sobald ihr mehr als 15% Schaden erleidet, dass dann euer Cooldown von. Oh, jetzt hier aufpassen. Dass dann euer Cooldown von Teleport resettet wird. Und am besten geht ihr in so ein. Oh, das war. Dieses Eis war natürlich jetzt fies. Am besten geht ihr in so eine kleine Gegneransammlung rein wie hier und drückt die ganze Zeit auf. Teleportieren, damit ihr so oft wie möglich eure Bracers proc't. So, aber hier ist mir zu gefährlich. Dieses Eis macht schon ganz schön viel Damage. Oh, jetzt Conduit. Den holen wir uns direkt und gehen wieder zurück. Normalerweise nimmt man Conduit nicht so schnell, weil ich weiß, dass hier zwei Elite-Gegner sind. Das reicht mir jetzt völlig. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach direkt genommen. Und mit diesem Conduit-Pylon sollte ich auch in der Lage sein, diese Gegner hier zu töten, oder sie töten mich, weil ich. Also, wenn ihr Conduit habt, dann müsst ihr auch voll drauf gehen. Dann ist es vollkommen egal, ob ihr überlebt oder nicht. Ihr wollt einfach den Gegner so viel Schaden machen wie nur möglich, damit genau das hier passiert. Schönes Ding, es waren sogar drei Stück. Schöner Progress. So, und ansonsten gilt halt immer in so kleine Gegnergruppen reinspringen und so oft Teleport wiederholen, wie es nur möglich ist, damit ihr durch den Stun eben die.
Toughness Boost der Bracers erhaltet. So, und es lohnt sich auch nicht, gegen so einzelne Elite zu kämpfen. Ihr solltet immer so ein bisschen so kleinere Gegneransammlungen vorziehen und auch ein bisschen versuchen, die Gegner zu gruppieren. Zum Beispiel, ich ziehe jetzt diesen Gelben hier oben so langsam mit. Ich weiß nicht, ob ich den komplett kille, weil er fängt jetzt an, Arkan zu machen. Das ist schon ziemlich fies. Ui, ich glaube, ich gehe hier weiter. Oh, jetzt haben wir einmal Feuer. Jetzt gehen wir noch einmal da drauf. Ziemlich gefährlich jetzt. So, jetzt hauen wir aber wieder ab. Das klappt doch nicht. Zu viel Damage, dann sterbe ich wieder. Oder? Ah, Mist. Ja, manchmal ist man zu greedy. Dann denkt man, na, man kann da rein und noch alles killen. Das funktioniert aber nicht immer so. Ah, gehen wir einfach am besten weiter. Wenn die Gegner zu schwer sind, ihr müsst nicht ums Verdecken gegen irgendjemanden kämpfen. Ihr geht einfach weiter und kämpft gegen Gegner, die ihr auch besiegen könnt, wie zum Beispiel hier die. Ist hier zwar nicht das Effizienteste, aber passt. Oh, hier haben wir einen Speedpylon. Der ist ziemlich nice. Damit sind wir ein bisschen flotter unterwegs und können hier diese schlechten Stellen ein bisschen schneller skippen. Übrigens ist es auch immer wichtig, immer auf die Gegner mit eurem Surge of Power zu schießen, damit ihr sofern möglich euren Aquila Kudos Buff permanent aufrechterhalten könnt. Ah, es wird gefährlich, es wird gefährlich, es wird gefährlich. Aber es geht noch, es geht noch. So, und jetzt halte ich einfach mal die Fresse und spiele ein bisschen. Na, vielleicht doch nicht, weil hier, das ist eine schöne Stelle. Die lohnt es sich zu kommentieren. Oder? Habe ich mich zu früh gefreut? Vielleicht? War schon gefährlich mit Feuerketten und diesem Feuer auf dem Boden. Schnell weg hier. So, müssen so ein bisschen ausweichen, weil wenn wir uns da direkt reinstellen, töten die uns einfach. So, in die... Achso, die gelben Kreise auf dem Boden... Die werden übrigens von eurem Begleiter gemacht. Und in dem Moment, wo ich das sage, bemerke ich auch, dass ich eigentlich einen suboptimalen Begleiter habe. Denn die Verzauberin gibt mir am Schluss Attack Speed, den ich für diesen Bild nicht so gern sehr brauche. Stattdessen hätte ich eigentlich viel lieber den Templer mitgeholt. Denn der Templer hielt euch. Ab und zu. Ist zwar jetzt auch nicht so, dass das unendlich GG wäre. Aber er gibt euch ein kleines Healing, das euch ab und zu das Leben rettet. So, wir haben jetzt blau gekillt, das war super. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. Ah, ich muss noch sagen, dass dieser Build eigentlich nicht zum Pushen gedacht ist. Das mache ich jetzt nur zum Spaß. Ist mal lustig, ein bisschen was anderes auszuprobieren. Bisschen Fun. Und ich bin mir sicher, dass man damit auch auf 80 und höher kommen kann. Wenn man das Ganze noch ein bisschen mehr verfeinert und mal seinen Spielstil ein bisschen anpasst, dass man nicht hier die ganze Zeit stirbt, so wie ich hier. Ich weiß jetzt nicht, soll ich gegen den Gelben hier kämpfen, weil ich scheine das tanken zu können, was der macht. Schauen wir mal jetzt, wie der Damage ist. Oh, scheiße, das mache ich natürlich genau, wenn ich CW-Feuer habe, diese Explosion. Ah, es geht aber noch. Ah, oh, nice. Oh, mit CW-Feuer kriegt der richtig nice Schaden. Das ist super. Nice, das war schön. Gegner tot. So, unser Progress ist ziemlich in Ordnung. Wenn wir das so aufrechterhalten können, dann schaffen wir das locker. Killen wir hier noch ein paar Gegner, das ist okay, das geht klar. Und weiter. Auch diese Gegner hier sind eigentlich ziemlich nice. Diese Spinnen und diese komischen Fliegen hier. Normalerweise geben die ordentlich Progress. Und sind nicht allzu gefährlich. Meine Elite-Gegner können natürlich immer gefährlich sein. Das hängt von den Dingern ab. Von den Affixes. Das hier ist aber eine kleine Map. Da müsste eigentlich schon vorne, wenn ich hier ums Eck bin, direkt schon weitergehen. Genau. Ja, manchmal sind die Maps halt einfach blöd. Ich weiß nicht, wieso man sowas macht. So, das hier ist aber wieder... Sollte eigentlich eine größere Map sein. Ziemlich unwahrscheinlich, dass zwei Minimaps aufeinander folgen. Hier können wir uns jetzt so durchschlawinern. Gehen wir mal so ein bisschen Trash killen.
Reaktoren. Die meisten Lidegegner lasse ich auch stehen, außer wenn ich weiß, ich kann sie auf jeden Fall töten. Und ich kann sie nur töten, wenn ich nicht so viel Damage von ihnen bekomme. Und bei denen gerade habe ich gesehen, die machen Eis. Eis macht unfassbar viel Damage. Da verpisse ich mich direkt. So, die hier zum Beispiel, die kann ich töten. Die kann ich ganz gut tanken. Jetzt fangen sie natürlich an, Arcane zu machen. Das ist auch wieder gefährlich. Und Eis, natürlich, natürlich. Jetzt passen wir ein bisschen auf. Jetzt packen wir mal den Skill aus. War... Gelbe Kreise, die gelbe Kreise geben euch sehr hohen Damage Boost. Da gehen wir jetzt rein und natürlich nur hin. Und ihn auch, ihn auch. Gib's ihm. Stell ihn ein bisschen in den Game. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Na, das da ist jetzt gut. Bin ich blöd? Okay, das war dann doch nur. Naja, egal. Seltsam. Was haben wir hier? Oh, einen schönen Powerpylon. Den könnten wir uns jetzt für den Boss saven. Aber ich benutze ihn jetzt lieber für Progress. Damit ich den Boss schnell spawnen kann. Jetzt gehen wir erstmal gucken, wo der nächste Elite-Gegner ist. Und ich will ihn jetzt nicht holen und dann auf... Zum Beispiel hier ist überhaupt nichts, dann müsste ich nicht hinlaufen. Hier ist auch nichts. Hier ist zum Beispiel ein Elite-Gegner. Oder wartet, wisst ihr was? Ich glaube, ich save mir den Pylon wirklich für den Boss, damit der Boss-Fight einfach ist. Aber nein, ich will euch gerne zeigen, wie der Boss-Damage aussieht, wenn ihr gegen den Boss einfach so kämpft. Deswegen holen wir jetzt den Power-Pylon und killen damit diesen blauen. Sollte ziemlich flott gehen mit Power, das ist schon ein richtig krasser Damage-Boost. So, zack, da liegt er auch schon. Jetzt killen wir hier noch ein paar Gegner und dann müsste auch jeden Moment der Boss kommen. Und mein Bild ist auch hier jetzt überhaupt nicht augmented und gar nichts. Also da geht noch wesentlich mehr. So, jetzt haben wir hier einen Boss. Der ist, glaube ich, relativ gefährlich vom Damage her. Der macht, glaube ich, ziemlich hohen physischen Schaden, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Aber ihr seht natürlich, dass unser Boss-Damage relativ low ist. Aber dank unserem Game of the Stricken ist unser Boss-Damage überhaupt vorhanden, weil der von vornherein 25% Damage gegen den Boss gibt. Oh, dieses Ding hier, das ging mir das kaputt. Das ging mir kaputt. Oh, hier ist ein Kreis. Kreis und Feuer, GG Damage. Nice. Und außerdem pro Attacke, die wir gegen diesen Boss machen, erhöhen wir auch unseren Schaden und gleich ist er auch tot. Das war gar nicht so schlimm, wie ich gemeint habe. Unser Boss-Damage war eigentlich ziemlich okay. Ah, dieses Ding hier. Töten, 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 töten. So. Das war das Credorift 72 mit dem Tardasha Explosive Blast Build. Wenn man den komplett augmentet, kann man sicherlich über 80 gehen. Ja, übrigens, Credorift 72 ist ausreichend, damit ab jetzt Primal Ancient Items für euch droppen. Da ist sogar schon Credorift 70 ausreichend. Okay, das war's von mir, ich bin draußen und viel Spaß mit dem Bild. Ciao.